Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19 Landhof-Projekt. In der letzten Folge habe ich ja angefangen, hier die Wiese zu mähen. Und das habe ich jetzt mal schnell zu Ende gemacht. Und ich würde sagen, ich lasse das Mähwerk direkt mal hier vorne, denn das werden wir hier sicherlich bald wieder brauchen. Und werde mich dann später um das Schwaden und dann auch das Silageballen machen kümmern. Vorher werde ich das Ganze allerdings jetzt mal schnell einklappen und dann hier abstellen und dann fahren wir mal zum Händler. Derweil habe ich nämlich auch schon ein paar andere Dinge hier in Stellung gebracht, in Bewegung. Ich zeige euch das mal kurz und das Pferd habe ich nicht zurückgebracht hier in den Stall. Ah, gut, hat heute mal ein bisschen Auslauf. Hoffen wir, dass es uns nicht wegläuft. Ich habe nämlich hier unter anderem den MB-Truck aufs Feld gebracht, damit der hier schon mal ein bisschen die Feldarbeit erledigt. Also hier ein bisschen schon mal umgräbt das Ganze, damit wir hier neue Sachen ansäen können. Und das machen wir hier mit dem Case. Ich würde sagen, ich nehme mal schnell den Feldrandkurs und dann kann ich den nämlich auch schon auf Kurs bringen. Der andere ist nämlich ein bisschen langsamer, deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Aber ich sehe gerade, jetzt sollte eigentlich der richtige Zeitpunkt gekommen sein. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze ohne Vorgewende und lassen den hier hin und her fahren. Und genau, hier der richtige Modus hier eingestellt. Dann gucken wir mal, wie weit er kommt. Ich habe mir überlegt, wir werden hier Sojabohnen ansäen. Ich denke, damit verdienen wir relativ viel Geld. Wir haben jetzt Hafer angesät. Ich meine, ich hätte auch erstmal Weizen machen können für die Hühner, aber ich denke, das passt. Die haben noch ein bisschen was an Futter und sonst können wir denen auch nochmal schnell was kaufen. 700 Liter haben die noch, seht ihr hier. Also, eigentlich sollte das passen. Und deswegen lasse ich jetzt mal hier erstmal Sojabohnen wachsen. Gut. Und da müssen wir das Ganze noch düngen und dafür habe ich mir eine spezielle Sache ausgedacht und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich bring noch schnell das Mähwerk hier in die Scheune. Ah, das sieht wirklich aus, also unsere Maschine hier, unglaublich dreckig. Schön ist es nicht anzuschauen, man muss ich schon sagen. Schlammhof haben wir hier, nicht Landhof. So, dann fahren wir einmal hier raus. Und dann werde ich das Ganze vermutlich auch direkt hier mit dem Fendt erledigen, weil der jetzt einfach am nächsten dran ist und gerade mit der Aufgabe fertig ist. Die anderen sind ja noch beschäftigt, die anderen Fahrzeuge. Ich meine, wirklich groß sind die Feldflächen ja nicht und wir brauchen den Silageballenverkauf wirklich für neue Feldflächen, weil im Moment, das, was wir hier im Moment haben, das ist absolut unter dem, was wir leisten können. Und da ist es nur sinnvoll, da die Kapazitäten etwas zu erhöhen. So, was wäre ich hier zu weit gefahren? Ich habe endlich mal wieder ein bisschen Zeit. Ihr merkt das auch, jetzt kommen wieder mehr Videos. Ich habe endlich mal wieder ein bisschen Zeit und ich genieße das richtig. Und versuche jetzt auch relativ viele Landhof-Videos zu machen, XXL-Farm-Videos zu machen. Und vielleicht gibt es in den kommenden Tagen auch mal einen Livestream. Müssen wir mal schauen. So, jetzt werde ich erstmal das alte System hier verkaufen. Und zwar kriegen wir dafür 17.000 Euro. Ich glaube, ja genau. 17.000 Euro kriegen wir dafür. Deswegen würde ich sagen, einmal verkaufen. Jo. Und dann kaufen wir ein neues Düngesystem, was ich mir jetzt runtergeladen habe. Nochmal kurz, um das alte aufzurufen. Hier. Das war das alte. Hat hier eine Arbeitsbreite von 24 Meter und ein Volumen von 3.200 Liter. Das ist eigentlich relativ viel schon für unsere Felder, denn die sind ja, wie gesagt, nicht so groß. Es reicht also auch der 30 Max und der kostet nicht mal die Hälfte. Hat 2.500 Liter, hat die gleiche Arbeitsbreite und sieht noch ganz schick aus. Der hat allerdings ein entscheidendes Problem und ich hoffe, dass das irgendwann mal durch ein Update gelöst wird. Welches das ist, verrate ich euch jetzt gleich. Aber jetzt nehme ich den erstmal auf. Hängen den an und dann fahren wir damit mal zum Feld und probieren den direkt mal aus. Ja. Es gibt jetzt so eine neue Serie, die heißt irgendwie Trekker Babes, ne? Also ich kannte Trucker Babes und jetzt gibt es irgendwie Trekker Babes. Wenn ihr die schaut, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die so findet. Würde mich mal interessieren. Also ich habe mir jetzt so eine Vorschau angeschaut. Ich glaube, die startet jetzt erst in einem Tag oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber soll jetzt zumindest relativ bald starten und vielleicht hat der eine oder andere von euch da ja schon eine Folge gesehen. Dann schreibt mir gerne mal, wie ihr das so findet. Würde mich mal interessieren, weil, ja, ist ja doch ein spezielles Format, aber grundsätzlich finde ich die Idee dahinter schon gar nicht so schlecht. So. Dann wagen wir mal uns mal raus auf die Straße und ich kann euch das vielleicht nochmal genauer zeigen. Also das hat hier eigene Räder und ist dann auch entsprechend noch
durch Warntafeln beschildert, hat allerdings keine Abdeckung. Das heißt, wenn es regnet, dann kann es sein, dass das hier alles verklebt oder so, keine Ahnung. Also, dass es dann nicht mehr so leicht wird, das alles auszustreuen. Das ist ein bisschen ein Nachteil, aber gut, das muss man dann halt wissen. Aktuell regnet es ja nicht, deswegen wage ich mich jetzt einfach mal zum Feld und dann bringen wir das alles mal aus. Und ich denke, das ist eine ganz gute Sache, denn durch den Verkauf des anderen Düngerstreuers haben wir jetzt wieder ein bisschen Geld auf dem Konto, was wir vielleicht bald mal investieren können in neue Tiere oder eben in neue Feldflächen. Gut, gut. Ich fahre hier ein bisschen zu weit rechts. Aber ihr merkt, ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht hier fürs Landhofprojekt, dass es auch weiter interessant und spannend bleibt und dass wir auch immer mal ein paar neue Dinge sehen. So. Ich denke, der Helfer wird gleich fertig sein. Ach ja, und ganz wichtig, ich habe ja in der letzten Folge, ich habe natürlich auch eure Kommentare durchgelesen und ich habe in der letzten Folge ja die große Abstimmung gemacht und ich habe euch gefragt, wie sieht's aus? Sollen wir einen kostenlosen Helfer nutzen, was im Moment der Fall ist, oder soll ich den Helfer, die Helferkosten wieder aktivieren? Und ich dachte, ehrlich gesagt, dass der Großteil von euch, weil es hier ja eigentlich auch so ein bisschen darum geht, ein bisschen realistischer zu spielen und so, dachte ich eigentlich, der Großteil von euch würde sich dafür entscheiden, dass ich die Helferkosten aktiviere und dann eben langsamer vorankomme. Aber deswegen habe ich es euch ja entscheiden lassen. Und es war genau andersrum. Der absolute Großteil, ich glaube 70-80%, also eine deutliche Mehrheit, hat sich dagegen ausgesprochen, dass das alles was kostet. Also, der Helfer soll kostenlos bleiben. Und dann haben einige von euch natürlich in die Kommentare geschrieben, ah, das ist ja völlig unrealistisch und das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber da haben ein paar Füchse von euch entgegnet, dass wir ja auch Familienmitglieder hier auf dem Hof haben könnten, unter Umständen, die hier kostenlos arbeiten. Das ist nicht ganz falsch, das könnte da tatsächlich sein und die muss man natürlich nicht bezahlen. Zumindest nicht durch Geld, aber natürlich durch Abdach. Aber davon haben wir ja mehr als genug hier auf unserer Farm. Wir haben ja ein riesiges Haus, wir haben genug zu essen, also das sollte auf jeden Fall passen. Ja, aber ich habe euch deswegen extra abstimmen lassen. Das ist jetzt auch keine Sache, die für die Ewigkeit gelten muss. Aber jetzt so in den nächsten 10 Folgen oder sowas würde ich das vielleicht dann einfach mal so beibehalten. Und dann gucken wir mal, wie das danach aussieht. Gut, dann, ich kann eigentlich noch ein bisschen weiter hier vorfahren. Huch. Und dann erzähle ich euch jetzt auch, was der entscheidende Nachteil ist. Also der Vorteil ist, es ist relativ günstig, sieht ganz schick aus, lässt sich gut bedienen, funktioniert auch alles. Der Nachteil ist allerdings, es gibt keine Pflegebereifung. Und das ist natürlich bei einem Düngerstreuer extrem blöd. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Es gibt Standardbereifung und es gibt... muss ich jetzt mal ein bisschen weit gucken. Muss, glaube ich, noch ein bisschen weiter nach rechts fahren. So, so wird was draus. Genau. Es gibt eine Standardbereifung und es gibt Breitreifen, interessanterweise, aber es gibt keine Pflegebereifung und das ist ziemlich blöd, wenn wir düngen müssen, wenn hier schon eine Wachstumsstufe erledigt ist sozusagen. Das steht uns dann da etwas im Wege. Das ärgert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Ich habe das Ding aber ausprobiert und da ist es mir eben aufgefallen. Da habe ich dann tiefe Furchen durchs Feld gezogen. Das sollte eigentlich nicht so sein. Und gerade bei unseren geringen Feldflächen oder kleinen Feldflächen geht dann da schon sehr viel Ernte bei kaputt. Deswegen muss ich mir mal überlegen, wie wir es am besten anstellen. Wie wir dann am besten damit zurande kommen oder zurechtkommen. Aber irgendwie würde das schon passen. So, lassen wir den Eimer nochmal wenden und dann fahren wir direkt hinterher. So, bisschen krumm und schief, aber ich glaube, jetzt habe ich so einigermaßen die richtige... Also ich finde das immer schwer einzuschätzen, wie viel Platz man tatsächlich hat oder wie viel man glaubt zu haben. Das sind immer so zwei Paar Schuhe, aber ich denke, so wird das doch funktionieren hier. Ist natürlich jetzt auch alles ein bisschen eng hier auf dem Feld, weil hier jetzt drei Maschinen unterwegs sind. Aber dann düngen wir jetzt schon mal, während die anderen hier noch unterwegs sind. Dann haben wir diesen Schritt nämlich schon geschafft. Und dann können wir bald nochmal düngen. Und dann haben wir die Stufen da schon erreicht. Genau, so, der ist jetzt gleich fertig. So, genau, hat das Ende der Route erreicht. Super.
Kann ich auch mal versuchen, hier rauszudüngen. Aus dieser Perspektive. Ja, ich glaube, ich könnte noch weiter rechts fahren. Aber auch nicht zu weit. Fahr mal so. Man kann schon sehr, sehr flott hier über den Acker heizen, ne? Muss man dann natürlich gucken, dass es einigermaßen ausgeglichen drauf verteilt wird. Aber dann passt das auch. So. Und, ach ja, eine sehr, sehr coole Sache habt ihr mir noch geschrieben in den Kommentaren. Das war mir gar nicht so bewusst, aber ich habe das eben mal kurz gecheckt. Es gibt nämlich ein Förderband, was die Kartoffeln wohl direkt in Paletten verpackt. Ich habe das selbst noch nie genutzt, dieses Förderband. Aber es steht so in der Beschreibung, dass das geht. Und ich hatte ja in den letzten Folgen gesagt, wir brauchen vermutlich Kartoffeln für unsere Schweinchen. Und da wäre das natürlich hervorragend, wenn das so tatsächlich funktionieren würde und wir das in Kisten abpacken könnten. So viele Kartoffeln werden wir nicht haben und dann können wir die schick lagern. Dann brauchen wir nicht noch so ein Wurzelfruchtlager. Das wäre ziemlich, ziemlich cool. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich muss mir das nochmal anschauen. Aber wenn es so funktioniert, wie ich glaube, dass es funktioniert, dann ist das echt eine schicke Sache. Also das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für den Hinweis, vielen Dank für den Tipp. Das ist schon sehr wertvoll, weil er mir da immer noch so an die Hand gibt. Also vielen, vielen Dank dafür. So, dann würde ich sagen, fahren wir mit dem MB-Trakt mal zurück zum Hof und dann kann ich auch direkt einen Schwader anhängen und dann kann ich vielleicht schon zur Wiese fahren, während der andere jetzt hier noch weiter ansät. Den hier lasse ich, glaube ich, noch hier stehen, denn ich denke noch an diesem Tag werde ich die zweite Düngestufe hier in die Wege leiten können und vielleicht lohnt es sich, den dann noch hier zu deponieren. So, fahren wir einmal zurück. Und dann... Also ich glaube, durch die Silageballen, das werden schon nicht wenig sein. Ich denke, also ich hoffe, dass ich zwei Ladungen dahin bekomme. Also 16 Ballen insgesamt. Das wär ziemlich cool, wenn ich das schaffen würde. Und dann denke ich, dass wir... Ja, wie viel? Ich glaube, 4000 hat so ein Silageball, ne? Und ich glaube, pro 1000 kriegt man... Muss ich mal schnell nochmal zur Sicherheit nachgucken... Aber wir hatten das ja letztens erst, ja, hier 600, das geht jetzt gerade ein bisschen nach unten. Aber das mal 4 wären dann entsprechend 2400 pro Ballen. Das mal 8 sind, ja, also das ist schon eine ganze Menge, ne? Das sind 16.000 mal 2, also es wären dann ungefähr 30.000, etwas mehr als 30.000, die wir bei 16 Ballen hätten. Und damit könnten wir uns dann allein schon eine Feldfläche kaufen. Also das ist eine ziemlich coole Sache. Und da können wir auch, wenn das so weitergeht, dann können wir irgendwann wieder die Helfergebühren hier anschalten. Zumal, wenn wir mehr Fahrzeuge haben, dann hilft ja vielleicht auch irgendwann nicht mehr der Familienbetrieb hier oder die Familienmitglieder helfen dann nicht mehr aus, sondern dann müssen auch externe Arbeiter rankommen. Aber ihr habt auch ganz richtig festgestellt, das, was man hier für den normalen Helfer bezahlt, das ist schon sehr, sehr viel Geld, ne? Also, das würde man in der Realität jetzt nicht unbedingt so zahlen. So, dann lade ich das einmal hier ab. Und dann nehmen wir hier vorne. Ich glaube, das ist in dem anderen... Genau, da vorne ist der Klaas Schwader. Und den würde ich jetzt einfach mal anhängen. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr zum Feld. Oder vielleicht gerade noch so. Aber ich glaube, wir machen das dann lieber kompakt in der nächsten Folge. Dann kümmern wir uns in der nächsten Folge darum, dass geschwadet und eben auch gepresst wird. Und dass wir dann hervorragende Silageballen machen. Und was mir gerade noch einfällt ist, also erstmal möchte ich noch das Pferd hier zurückholen. So. Genau, und dann möchte ich mir mal anschauen, wie das eigentlich mit unseren Hühnern aussieht. Denn ihr habt in die Kommentare geschrieben, ich habe die ein bisschen vernachlässigt. Ich soll mich mal wieder darum kümmern. Da muss ich mal gucken, was da zu tun ist und wie dringend das ist. So, okay. Das Pferd ist wieder auf der Weide. Dann gucken wir mal schnell. Also das eine ist schon zu 52% ausgeritten für diesen Tag. Und das andere ist zu 0% ausgeritten. Die haben beide... Okay, Sauberkeit müssen wir hier gar nicht beachten. Die haben hier, die Hühner, die haben nur eine Sauberkeit von 74%. Da müssen wir mal ran, das müssen wir uns mal anschauen. Da sollten wir mal mit dem Frontlader vorbeischauen. Aber ich glaube, der
Einzige, der einen Frontlader haben kann. Ich bin mir beim Fendt gar nicht sicher, aber ich glaube, also der hat auf jeden Fall einen Frontladeranbau hier. Und der ist ja gerade noch beschäftigt, der Case. Das heißt, wir müssen das mal in der nächsten Folge machen. Aber das werden wir dann auch einfach in der nächsten Folge machen. Dann war das heute mal eine etwas kürzere Folge. Und wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch der Düngerstreuer gefällt. Das mit dieser Pflegebereifung nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Aber vielleicht wird es ja durch ein Update behoben. Das wäre sehr, sehr cool. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Aber sonst ist das ein cooles Teil, gefällt mir ganz gut und ja, euch vielleicht ja auch, werde ich sehen, werde ich lesen in den Kommentaren. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, gern einen Daumen nach oben da lassen und gern auch in der nächsten Folge wieder reinschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!